Hallo, mein Name ist Lars Wilhelm und ich möchte euch heute gerne einmal den Fotorucksack Jack Wolfskin ACS Foto Pro vorstellen. Das ist ein Rucksack, der ist jetzt nicht für eine kurze Tour geeignet, sondern das ist wirklich für eine Tagestour was oder wenn man abends dann mal was länger unterwegs ist, wo ein bisschen mehr reinpasst. Er ist natürlich jetzt auch nichts für eine Wochenendtour, wo man das ganze Wochenende unterwegs ist, dafür ist er dann einfach zu klein, aber er ist ein sehr schönes Mittelding. Preislich natürlich, Jack Wolfskin ist ein bisschen teurer, allerdings kriegt man aus meiner Sicht dafür eine super Qualität. Ich habe den Rucksack nicht von Jack Wolfskin gesponsert gekriegt für dieses Video und aber von keinem anderen Anbieter hier irgendwie was erhalten. Ich habe mir den selber gekauft und nach einem halben Jahr möchte ich euch jetzt gerne hier mal die Erfahrungen mit diesem Fotorucksack zeigen. Ich habe den Fotorucksack in der Videobeschreibung verlinkt und da könnt ihr euch den auch gerne einmal anschauen. Fangen wir mal mit dem Rucksack mit den Fächern mal an. Das ist natürlich immer das Wichtigste. Beginnen wir an der Stelle mit dem Fotofach. Das kann ich hier entsprechend einmal aufmachen. Geht hier so über die Seite auf und dann hier so über den gesamten Rücken des Rucksacks. Hier kommt entsprechend natürlich die Kamera rein. Mit aufgesetztem Objektiv kann ich die hier reinpacken. Hier habe ich die Möglichkeit, weitere Objektive reinzupacken. Ich packe hier zum Beispiel meine Nikon D750 rein, dann kommen hier noch zwei weitere größere Vollformat-Objektive mit rein. Die Nikon D750 passt hier so noch ohne Probleme rein. Was viel Größeres, da wird es dann langsam irgendwann ein bisschen eng in dem Rucksack. Ich habe aber auch hier noch die Möglichkeit, mit diesen Einheiten hier auch zwei Zweierfächer rauszumachen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine APS-C-Kamera habe, würden auch hier jeweils noch Objektive reinpassen. Natürlich, hier passt jetzt kein 600mm Objektiv rein, aber gut, das ist, denke ich, klar. Das zu dem Fotofach. Hier oben habe ich noch die Möglichkeit, Speicherkarten reinzupacken. Habe es also dann direkt bei den Fotosachen mit dabei. Ist ziemlich praktisch. Ich habe sie dann nicht in so einem großen Fach drin, wo sie alle durch die Gegend fliegen. Der weitere Riesenvorteil ist, ich habe hier diesen seitlichen Zugriff. Das heißt, wenn ich jetzt den Rucksack aufhabe und ihn mir über die Schulter ablege, kann ich hier bereits auf die Kamera zugreifen und die direkt rausnehmen. Das ist für mich ein Riesenvorteil, weil ich so eben Zeit spare und auch eben mal die einfachen Fotos mache und dafür nicht, wer weiß, wie viel Zeit brauche, um die Kamera aus dem Rucksack zu kriegen. Deswegen ist dieser seitliche Zugriff für mich einfach optimal und super. So, machen wir weiter. Dann haben wir hier hinten noch ein Fach. Ist auch relativ klein, da geht jetzt ein Schlüssel rein, Handy ist hier aufgemalt oder ein Notizbuch oder sowas. Relativ kleines Fach, aber auch alles hier schön unterteilt. Man weiß dann, wo die Sachen sind. Dann habe ich hier an der Seite noch ein weiteres Fach. Nutze ich jetzt zum Beispiel für Reinigungstücher oder sonstiges. Ist auch nochmal schön unterteilt, geht jetzt auch nicht die Welt rein, aber man hat halt diese ganzen kleinen Sachen nicht in einem Fach rumfliegen, sondern hat die alles schön hier unterteilt drin. Kommen wir zum Hauptfach. Das ist hier oben. Sieht so aus. Hier kriege ich was zu essen rein. Hier kann ich eine Jacke mal reinpacken. Dann habe ich die Möglichkeit hier für ein bis zu 14 Zoll großes Notebook. Reicht meiner Meinung nach auch aus, weil so ein 15 Zoller oder noch größer will ich nicht auf eine Fototour mitnehmen. Wird auch einfach zu schwer und ist da zu sperrig. Deswegen 14 Zoll Notebook passt hier auf jeden Fall so rein. Und wie gesagt, hier habe ich Platz für diverse weiteren Dinge. Aus meiner Sicht reicht das Fach, um jetzt mal was zu essen dabei zu haben oder noch eine Kleinigkeit zum Anziehen oder sonstiges. Dann gibt es hier nochmal ein kleines Fach. Da kann ich kleine Sachen reintun. Zum Beispiel ein Kartenleser drin oder fürs Stativ so eine Halterung. Dann machen wir das einmal zu. Dann haben wir über dem Hauptfach nochmal ein Fach. Das ist eigentlich auch noch mal relativ groß. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Powerbank drin, eine Stirnlampe, Akkus, Fernauslöser. Ist halt relativ schön, wenn man da schnell drankommt und nicht erst in einem anderen Fach rumkrosen muss, sondern mit einem Reißverschluss direkt auf zugreifen kann. Dann kommen wir einmal zu dem Tragesystem. Das ist ein sogenanntes ACS-Tragesystem, was Jack Wolfskin hier verbaut hat. Das heißt, wir haben hier ein schönes Netz drin, wo ein gewisser Abstand zum Rücken drin ist. Das heißt, ich habe hier immer Luft hinterm Rücken. Ich habe nicht direkt den Rucksack aufliegen und schwitze dadurch auch viel weniger.
Hier ist so ein Gestänge dann noch hinter, was auch den gesamten Inhalt des Rucksacks zurückbringt und aus meiner Sicht dann auch angenehm auf den Rücken verteilt. Also ich habe jetzt nicht hier, dass ich irgendwie da Druckstellen oder sonstiges habe, sondern die Sachen sind schön vom Rücken weg und ich habe Luft dahinter. Finde ich super. Die Schultergurte sind auch hier schön gepolstert, liegen auch aus meiner Sicht angenehm auf. Und so vom Tragekomfort vorher finde ich den Rucksack super. Also ich finde den super angenehm, um den zu tragen. Ich habe hier hier einen Brustgurt und habe hier den Hüftgurt entsprechend mit dran. Und ich habe die Möglichkeit, hier ist noch ein kleines Fach drin. Da passen dann zum Beispiel so etwas kleinere Kameras rein, wie eine Sony RX100. Die Serie passt da gut rein. Oder auch von anderen Herstellern, die etwas kleineren Modelle. Schön ist dann natürlich, ich habe direkt den Zugriff auf die Kamera hier und kann auch wieder die einfachen Fotos schnell machen, ohne großen Aufwand. Ja, also insgesamt finde ich den Rucksack halt von der Unterteilung her sehr gut. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich auch, was ist, wenn es jetzt mal regnet? Das ist ja natürlich nicht auszuschließen bei so Tagestouren. Da hat Jack Wolfskin auch mitgedacht. Wir haben hier unten so eine kleine Abdeckung drin. Die kann man dann letztendlich einmal über den kompletten Rucksack drüber stülpen und ist dann entsprechend auch wasserdicht. Braucht nicht viel Platz, ist aber dann doch in dem Fall, wenn es regnet, sehr effektiv. So, hat einmal wieder zu. Dann, was ich super finde und was ich immer verdammt wichtig finde, was zu trinken. Also ich trinke relativ viel und da ist so eine Flasche am Tag schon mal drin. Und wenn ich die Flasche jetzt irgendwo in das Innere des Rucksacks bringen muss, ist schon mal ein großer Teil des Rucksacks belegt. Deswegen haben die auch schon mitgebracht. Wir haben hier an der Seite eine Tasche, da passen auch 1,5 Liter ohne Probleme rein. Ich habe dann hier so einen Verschluss nochmal, womit ich das Ganze dann zumachen kann. So. Und dann hält hier auch die große 1,5 Liter Flasche ohne Probleme in dem Rucksack mit drin. Jetzt natürlich die Frage, Stativ, haben wir natürlich auch immer regelmäßig dabei. Haben wir hier hinten nochmal zusätzlich eine Schlaufe dran, wo wir das Material dran packen können. So. Dann haben wir zum Beispiel eine große Flasche Wasser dabei und ein Stativ und haben da schon mal keinen Inhalt vom Rucksack irgendwie belegt. Das finde ich super. Außerdem habe ich hier nochmal eine Materialschlaufe, wo ich jetzt zum Beispiel auch nochmal ohne Probleme eine Jacke oder sonstiges dranhängen kann. Die habe ich dann auch nicht da drin. Also ich finde diese Materialschlaufe hier verdammt gut durchdacht und auch dieses Stativ hält hier hinten super dran. Die Schlaufen sind auch robust, stellen sich nicht nach. Da habe ich schon bei anderen Herstellern ganz andere Erfahrungen gemacht. Also qualitativ finde ich den super verarbeitet. So, dann, klar, der Preis ist natürlich ein bisschen höher bei dem Rucksack. Wir rechnen hier so etwas über 100 Euro kriegen wir den Rucksack. Aber aus meiner Sicht, gerade auch wenn man die Reißverschlüsse sich anguckt, lohnt sich die Qualität. Ich habe da zum Beispiel mit dem Amazon Basic Rucksack und andere Erfahrungen gemacht. Da hatte ich nach einem halben Jahr einen Reißverschluss kaputt. Ist nicht so schön. Habe ich aber hier das Gefühl, dass die Reißverschlüsse doch für relativ langlebig ausgelegt sind. So, also ich kann euch den Rucksack nur empfehlen.